Oh. Sehr gut. Ich hasse es. Ich habe kein Geld. Ich kann so sein. Okay, dann also einmal zum Palast. Achso, und ich will einmal kurz die Outfits der anderen ändern. Ich könnte die alle jetzt mal in Schuhuniform rumlaufen lassen, ne? Das ist irgendwie süß. Oh mein Gott. Ja gut, dafür ist es etwas sehr warm, gerade da, wo wir sind. Dann eher das da. Was habe ich bei ihm hier? Stimmt, die Rüstung der Ducke haben wir noch. Samurai-Rüstung. Oh mein Gott, das sieht so. Das sieht ganz gut aus. Wobei, warte, bei ihr möchte ich einmal die Waffe ändern. Geht das? Gott, ist der riesig im Vergleich zu uns. Hallo, Kisara. Koko ni ita no ka? Yokatta. お前たち、こんなところをうろうろするな。今ここで捕獲されても仕方がないんだぞ。あんたに俺らが捕まえられないのは証明済みだろ。何？ロー、やめろって。言い争いに来たわけじゃないんだ。あんたへの預かり物がある。受け取ってくれ。これは腕輪？兄さんの腕輪か？ これを私に。兄さん、何をしようとしているんだろうな。わからない。けど、口にしたことに嘘はないと思う。これまで会ってきた解放を信じる人々、その人たちと同じ感じがしたんだ。だから信じようって。あんただってそうだ。 だから三木宇田たちを通報してない。だろ。なぜ、そう思う？三木宇田が信じたあんただ。それを俺も信じてるだけさ。お前は、不思議な奴だな。そうやって、皆を解放してきたのか。どういう意味だ？いや、気にするな、たわごとさ。 そうか。とにかく三木宇田のやろうとしていることはもうすぐわかる。だから俺たちで見届けよう。そうだな。さて、あと待つだけ。 Toll, und jetzt wieder zurück, Marsch. Na toll. また宿の世話になろう。 Ihr seid Helden. Also ich glaube, ich habe auch bisher so meine Lieblingsstadt gefunden. Das ist so eine schöne Stadt.
Ich liebe dieses Spiel. Ich will nie wieder was anderes spielen. Doch, so tot. Katze! Noch eine. Noch eine Katze. No. Die guckt da immer noch der Ratte zu.首に何か挟んである。あ、行っちゃった。明日結構だってよ。集合場所はあの地下採石場の中だ。なら今のうちに準備をして、今日のところはまた宿の世話になろう。いやー、ぽいぽい。 Die Katze und ich, wir verstehen uns auf Anhieb. Jetzt muss ich denselben Weg wieder zurück? Ernsthaft? Okay. Nein! Da kannst du jetzt nichts für, mein Paar. Ich wusste nicht, dass die Szene direkt da, direkt danach kommt. Ja, leichter, schlechter Weg. Da konnte sie jetzt nichts für. Aber da konntest du nichts für. Ich wusste nicht, dass die Szene direkt danach anfängt. Also alles gut. ティオハリム様、君に関しては、おかしな噂も聞いているが、それは奥都市よ。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための梅雨払いだ。見せたいもの？ 耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで、見せたいものとは？この奥です。ティオハリム様は、この採石場の一番奥をご覧になったことは？そう言われると記憶にない。 Das sieht interessant aus. Kono saki wa kiken ga machikamaete iru kamoshirenai. Mina, yudan shinai de moraitai. Kiken? Nani wa itteru no nisa? Kono saki wa tada no sagyoba no hitotsu. Sou da. Daga ima wa watashi o shinjite hoshi. Irio shitsutsu ga aru basho ga kiken. Eher gefährlich, ja. Niona. Da so da.
したら彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。Bis er mit Kisara befreundet. Kisaras Talent, Abwehrrichtung. Statt auszuweichen, wehrt Kisara Angriffe lieber mit ihrem Schild ab. Sie kann beim Abwehren sogar einige Arts wirken. Erfolgreiche Abwehrmanöver erhöhen ihre Moral. Sie sind Arts, die sie während des Abwehrens erfesselt und Kombos, die daraus entstehen, noch stärker und schwieriger zu blocken. Okay, das heißt, wir haben sie jetzt mit in der Gruppe. Das heißt, warte mal. Wir können uns jetzt ihre Outfits holen. Bevor wir weitergehen. Jetzt ist so die Frage. Da. Jetzt habe ich hier die stehen. So. Alpenbegleiter. Okay, was haben wir denn hier noch? Begleiter. Ihren Begleiter. Sehe ich hier schon wieder Sachen? Premium Reisepaket. Nein. Aber weiblich. Oh, das kann ja Ewigkeiten dauern. Hier, die nehmen wir auch einmal mit. Das hätten sie auch alles ein bisschen einfacher verpacken können hier. Dass man nicht jede einzelne Scheiße direkt... Nein! Direkt einmal anklicken muss. Weiblich. Schwierigkeitsgrad hinzufügen. Oh mein Gott. Ich kann auch Schwierigkeitsgrad hinzufügen. Das ist geil. Okay. Langes, welliges Haar. Okay, das ist schick. Okay. Okay. Okay, die hat ja nichts mehr anderen. Okay, die soll wohl verführerisch aussehen. Okay, das ist aber eher weniger schön. Oh mein Gott, wie süß.
Nimbus. Ach. Ah, ja, dann hat sie das da. Okay, und warte mal, wenn ich jetzt... ja, ich habe sehr viel Spaß damit, meine Charaktere umzugestalten. So, spielen wir jetzt mit Kisara oder spielen wir mit Shion? Ich finde sie beide schick, ne? Na komm. Wobei man ihr halt auch, warte mal. Wie sieht's aus, wenn sie beide Flügel trägt? Ist halt schon gewaltig. Wobei es zum dem hier passt. Ja, ich habe großes Gefallen daran. Ich gucke aber mal nicht, dass es in den Szenen zerstört. Das schauen wir dann mal. いや、ここには修霊機が置かれている。普段ズーグルなど、どういうことだ。なぜ労働者もいない。君だけは予想外ではないらしいな。説明してもらえるのだろうね。はい。ですがまずは奥までお願いします。そこで全て明らかになります。 Okay. Mir graut vor dem Gegner am Ende. Apropos, warte mal, Fertigkeiten-Matrix. Ja, ja, hör mal auf. Ich will nicht. So, wir haben jetzt ein paar Punkte. Einmal. Ja, schön. Eins. Angriffe. Hole ich mir das einmal, dann ist das nämlich auch fertig da unten. Und hol mir einmal das da. So.
bei ihm geht auch nicht mehr. Ja, machen wir. Faust über Limits. Abwehr. Das machen wir auch alles. Okay. So, ich glaube, wir sind bereit. Hoffe ich zumindest. Hier noch irgendwas? Nee? Oh, also auf sie mit Gebrüll. Ah, die Dinge stehen ziemlich hart zu, wenn es so mit Karacho auf einen zukommt. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich werde es mit dem Großschild zurückdrängen. Kisaras Boosterangriff. Kisara rammt ihren Schild in den Boden, um Gegner anzugreifen und Verbündete zu schützen. Trifft sie einen Gegner während eines Sturmangriffs, geht er zu Boden und weitere Attacken sind schwächer. Erhöht Verteidigung und Elementarverteidigung. Boosterangriff von unterstützten Mitgliedern. Drücke 1, 2, 3, 4, um einen Boostschlag mit einem Gruppenmitglied auszuführen, das nicht am aktuellen Kampf teilnimmt. Tutorial beginnt noch. Steuerung. Nein! Dann sollte ich vielleicht Steuerung auch drücken. Ist aber scheiße gemacht. Nee, das war nicht richtig. Das war auch falsch. Das war richtig. Wenn Wildschweine oder andere Gegner mit einem Sturmangriff auf dich losgehen, solltest du Kisara herbeirufen. Ihr Boosterangriff hält Sturmangriffe auf und schwächt alle weiteren Angriffsversuche. Ich nehme, was ich hergestellt habe. Okay. Da bin ich jetzt leider auch überfragt. Aber eigentlich müsste das doch gehen. Meinst du jetzt aus der Truhe oder meinst du, dass er sie nicht benutzen kann? Yep. Wenn ja auch die gleiche Klasse. Oh Gott. Nein, lass mich. So. Dann bitte das hier noch einmal. Gruppeninformation. Du kannst ändern, welche Charaktere im Kampf mit dabei sind und wen du steuern möchtest. Ihre Position bestimmt, was du drücken musst, um ihren Boostangriff auszuwählen. Drücke im Kampf Q oder E, um wechseln. Umzuwechseln, wenn du steuerst. Drücke Steuerung, um die Kampfsteuerung deines Charakters zu ändern. Halbautomatisch, der Charakter bewegt sich automatisch, bis er in Angriffsreichweite ist. Manuell vollständige Charaktersteuerung. Das kann sein, dass die Gegenstände dann scheinbar an dich gebunden sind. Aber ich verstehe, wenn nicht, wieso.
Weil dir konnte ich ja quasi auch meine hergestellten Gegenstände geben. Hattest du die Gegenstände vorher getragen oder hast du sie frisch hergestellt? Okay, dann verstehe ich es nicht. Weil eigentlich, bei mir hat es ja auch geklappt, als ich dir die Accessoires hergestellt habe. Wobei, die habe ich dir ja direkt gesendet. Steht überall in Grau an Mappa gebunden. Oder es geht vielleicht nicht, weil du das in die Truhe gelegt hast. Und das ist dann automatisch, wenn du es in die Truhe legst und nicht gebunden ist. Was zwar keinen Sinn ergeben würde, aber... Weil eigentlich, wie gesagt, die hergestellten Gegenstände kannst du an sich verkaufen. Oder halt weitergeben. Habe ich ja auch schon bei Mappa gemacht. Weiß halt nicht, wie sich's verhält, wenn ich jetzt was ins Haus lege. Was, wie gesagt, halt Schwachsinn wäre, weil im Sippenhaus geht's halt auch, ne? Im Sippenhaus kannst du halt ja auch die Sachen einfach rausnehmen. Also per Post ging's ja auf jeden Fall. Weil Mappa, du konntest ja die Accessoires, die ich dir neulich geschickt habe, die konntest du ja anlegen. Die, ich glaube, den Armreif und die Kette waren es, glaube ich. Oder Ohrring? Irgendwas habe ich dir ja hergestellt gehabt. Das ging ja, meine ich. Ja, konnte ich. Ja, dann müsste das denn eigentlich gehen. Also per Post müsste das halt dann wirklich gehen. Wie sich das mit dem Haus verhält, weiß ich jetzt leider nicht. Oh Gott. Oh, geht aber hier der Hut. Ist ein Reiz los. Nervig. Kann ich Steuerung ändern. Automatisch, der Charakter kämpft gemäß der gewählten Strategie. Und die Steuerung, um die Modi während des Kampfes zu ändern. Okay. Beim Zugriff drauf hab. Ja, das verstehe ich halt eben nicht. Weil eigentlich müsste es gehen. Eigentlich. Das kann halt wie gesagt sein, dass es dann automatisch an einen gebunden wird, was aber halt eigentlich keinen Sinn macht, weil in dem siebten Haus geht's ja auch. Und für gewöhnlich werden die Gegenstände nur dann an dich gebunden, wenn du sie getragen hast. Schaut euch diesen Rauch an. Wir müssen wohl einfach mitten durchrennen. Nein, lieber nicht. Dieser Rauch ist gefährlich, dicht. Das ist ungesund. Also sollen wir einfach abwarten, bis er sich von allein verflüchtigt? Nein, das brauchen wir nicht. Das ist eine gute Gelegenheit, meine Wachausbildung auf die Probe zu stellen. Kisaras Arzt können giftige Rauchwolken bereinigen, die dir den Weg versperren. Nähere dich einer Rauchwolke und drücke F, sie aufzulösen. Diese Aktion kostet HP. Okay. Schade. Ja, ich glaube, lange mache ich tatsächlich nicht mehr. Der Husten wird echt gerade etwas nervig. Oh. Nee, ich die fühlen gerade.
Du musst es echt nicht wieder nehmen. Gerade ist es noch nicht ganz so. Das kommt aber auch dadurch, dass ich jetzt sehr viel lese. Ich muss halt hier in Hotels sehr viel vorlesen. Das ist nicht gut für beide Hals, glaube ich. Vor allem nach 4 Stunden. Ist das das Geistgefäß, was ich hier sehe? Ich hab doch gerade schon getrunken. Dann lass das vorlesen. Nee, das ist ja auch für YouTube. Muss doch irgendwer vorlesen. Ich will's doch selber hören. Trink, das hilft. Tue ich doch schon die ganze Zeit. Salem los vorlesen. Ich glaube, Salem will nicht vorlesen. Dann müsste Salem ja erstmal auf meinem Bett aufstehen. Und das mag der Kleine ja gar nicht. Das steht überhaupt nicht gerne aus Mamas Bett auf. Also, nein, wo kommen wir denn da hin? Allerdings, um die Energieextraktion einfacher zu machen, befindet sich ein Mahlwerk im Boden, das die Steine in kleine Stücke zermalt. Seinerzeit war es nicht ungewöhnlich, dass Leute versehentlich hineinfielen. Aber jetzt, da niemand mehr zu derart harter Arbeit gezwungen wird, sind solche Unfälle sehr selten geworden. Zum Glück, die Dinge sind hier besser, als sie einst waren. Ein faules Pack. Ja, etwas, ne? Ich hätte mir diese Eukalyptus-Dinger nochmal runterholen sollen. Nein, ich habe hier noch einen. Geil. Okay. Meine Nase ist zumindest gerettet. Ich habe noch so ein Eukalyptus-Zeltchen hier. Okay, das Wasser ist auch leer. Warum habe ich hier nur leere Wasserflaschen? Komm. Geht gleich weiter. Eukalyptus-Bonbon hilft. Beziehungsweise Tablette. So, ich höre Monsterchen. Oh Gott. Was bist du denn? Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Erdende Masse. Ach du Scheiße, wie soll ich die Karte jemals lesen können? Okay, hier ist noch eine Kiste. Mit Hütchen. Lecker Hütchen. Ich bin kein Hütchen, ich bin ein Ohren. Ich weiß aber jetzt nicht so. Ich hasse meine trockene Nase. Ne, da ist auch nichts. Also ich weiß, dass ich diesen Dungeon verfluchen werde. Ich hasse ihn jetzt schon. Hm.
Okay, Alfen und La steigen bald auf. La. La? Wie auch immer. Hier ist noch was. Vor allem, du hörst halt echt von jeder Ecke irgendwie ein Monster. Strong to live, the weakness to hide.